erstmal herzlich willkommen und wir müssen mal hier ein bisschen was umschrauben. Oh, laut auf den Ohren. Laut. So, herzlich willkommen zu zu 18 Wheels of Steel Extreme Trucker 2. Hier unten steht's. Das ist jetzt momentan eine 60 Minuten Demo-Version. Ich fahre mal die Auflösung ein klein wenig runter. Na komm. Da. Lassen wir mal so. Ja, okay. So, Audio ist klar, Kontrolle. Ich hoffe, ich komme euch gut an. Wuff, wuff, wuff. Mau, 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 miau. Language ist Englisch, weil wegen erstmal Demo-Version. Geht wahrscheinlich halbe Stunde, wie bei Trucks and Trailer damals. Ja, ihr habt gesehen, ich habe gerade den Wii-Ofen angelegt. Ich spiele das Ding gerade zum ersten Mal. Ich habe es mir vorhin runtergeladen. Und ja, im Gegensatz zur anderen Version, zur 18 Wheels of Steel Extreme Trucker 1, kann man sich jetzt hier die aussuchen, am Anfang, wo man fahren kann. Am Anfang muss man hier und dann muss man sich da und danach da freischalten, so wie es aussieht. Zwei Strecken hinzugekommen, Bangladesch und Montana. Ich möchte mal die Junkersroute angucken. Do you really want to unlock? Yes. Weil oben die Straße kennen wir schon. In der Arktis. Und deswegen gucken wir mal. Wo sind wir denn? General Bicycles, Startlappen, Destination Dam. Was haben wir? Den kleinen haben wir. Es ist wolkig. Am Morgen. Sicht ist klar. Kleine Route. Oh, guck mal, ein Schnuller. Okay. Ist wie Euro Trucker schon wie Extreme Trucker 1. Selbe Map, okay. Nehmen wir mal an. Mal gucken, was das für eine Straße ist. You should refuel along the way, alles klar. So, wir fahren jetzt mal nicht mit dem Sattelschlepper durch die Gegend. Wir haben jetzt... Ach, das ist... Hä? Das sieht aus wie ein Volvo. Ich würde sagen FL7. Ja, ich kriege ein Kind. Oh Mann. Das könnte ein Volvo sein. Sieht aus wie ein FL7. Oh, 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 die Amis. Nein, die Armee. Ah, warte mal eben. Hä? Leute, muss man hier... Okay, man muss... alles klar. Fängt ja schon gut an hier. Muss man hier echt wie in England fahren? Dann hätte ich aber, wenn es geht, das Lenkrad aber auf der anderen Seite hingesetzt. Also, ich bin neu hier. Oder ist der Volvo ein Export? Was ist denn jetzt ruckelt's hier? Ach, wir haben sogar einen Kompass da unten, sehe ich gerade. Und die haben uns gesagt, wir sollen ja tanken. Ah, der Kompass, der ist neu und die Anzeigen auf der linken Seite. Was wird das denn? Die sieht ja aus wie Shell, Eagle Oil. Ich würde eher sagen, das wäre Shell. Warte mal eben. Komm, jetzt halte mal, du Volvo. So, anhalten. Erstmal und jetzt Enter drücken. Das ist bei, wie gesagt, bei Hardwork 8 Wheels of Steel besser, da hast du dann hier die Schieberegler wohl schieben kannst. Und hier musst du die Enter-Taste drücken, es ist unglaublich. Ist zwar bessere Grafik hier, aber wie gesagt, in einigen Sachen traue ich wirklich Hardwork hinterher. Dem 18 Wheels of Steel. Wie gesagt, dass du da in deiner Koje pennen kannst, wo du willst, dass du hier an der Tankstelle den Schieberegler hast und sagen kannst, full oder nicht full. Und du hast da nirgendwo diese rotierenden Dinger, die immer auf der Straße sind, die sagen, wo du anhalten musst. Bin mal gespannt, was das für eine Straße ist. Das wäre ja geil, wenn das hier die Straße in Bolivien ist.
Da gibt es, ich glaube, Todesstraße nennt die sich, oder Death Road, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da gibt es auf YouTube auch ein paar Videos zu, wo es dann plötzlich einspurig wird und wo du dann, geht vom Tal hoch bis zum Berg hoch und wo es teilweise einspurig ist, wo du dann irgendwie kilometerlang den Rückwärtsgang wieder einlegen musst, wenn dir ein LKW entgegenkommt. Und ist teilweise so eng gebaut, dass echt meistens nur ein LKW durchpasst. Also das Video möchte ich euch mal angucken. Und was mir aufgefallen ist, da hinten kommen sehr viele Volvos rum. Auch noch Fs. Wahrscheinlich fahren wir deswegen hier ein FL. Weil das ist ein FL7. Ganz was für. Kann man da unten irgendwo lang da reinfahren? Nee, da steht nur ein Armeewagen. Das ist ein FL7. Das ist ein Volvo, ist klar. Das kannst du am Luftfilter erkennen, der auf der Beifahrerseite ist. Und die Form ist die eines FL-Gehäuses. Da gab es ja damals, nachdem das F-Programm ausgelaufen ist, dann gab es ja den Volvo FH, den gibt es ja heute noch. H ist für High. Dann gab es High und dann den FL. L ist für Low, also für die Kabine. Und mittlerweile gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren den FM, das ist das Mittelstück. Kombination, okay. Ja, es geht berghoch, vielleicht sind wir hier sogar in Bolivien. Da heißt es dann nur überleben. Hier mit dem Sattelzug hoch zu brausen ist wahrscheinlich auch ein Vergnügen. Ach schade, geradeaus kannst du nicht. Was ist denn da passiert? Da wird gebaut. Okay, eine kleine Umleitung. Ah, jetzt wird sie ja... Okay. Okay, Handbremse haben wir. Motorbremse meine ich. Handbremse natürlich auch. So. Nicht schlecht gemacht, hier Speck. Aber wie gesagt, da muss man erstmal drauf kommen, dass das hier Linksverkehr ist. Also ich hätte das Lenkrad auf der anderen Seite hingesetzt. Aber wenn das ein importierter LKW ist, klar, okay. Wenn der aus Deutschland kommt oder aus Schweden. Alter Schwede, sag ich da nur. Aber was ist das für eine Ansicht? Die kenne ich ja noch gar nicht. Jetzt geht's bergauf. Fahr mal in der Ansicht. Es ist sonnig und nur die Straße ist nass, ne? Oh, diese Kuppe ist aber auch genial, ne? Warte mal. Also hier jetzt mit dem Sattelzug rumzubrausen. Ich sage aber einer beim Scania Driving Simulator. Da gibt es auch so eine kleine Aufgabe, wo du auch so hier in so bergisch, im bergiges Gebiet rumrangieren musst. Aber da ist dann noch ein bisschen... Die Straße noch enger und da muss er wirklich rangieren. Aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, wir sind gleich schon da. Dann müssen wir jetzt gleich... Okay, wir müssen... Das wollte ich wissen. Ich werde jetzt nämlich da oben dem... Dem blinkenden etwas hinterher gefahren. Ich glaube, wir sind hier schon richtig, ne? Ja, da sind wir richtig. Schade, ich wäre weiter nach oben gefahren.
Okay. So, was sagt er? Wie 29? Minus, hä? Ja, Damage, okay, beim ersten Mal, da wusste ich nicht, dass wir Linksverkehr haben. Sind die 35 Minuten zu langsam? Nee, hat er geschluckt? Okay, Potatoes. Da müsste man von da oben nach hier unten fahren. Na komm, das machen wir auch noch eben. Oh, habe ich da ein FH gesehen? Das war jetzt ein größeres Mobil gewesen. Nee. Ich dachte schon. So, müssen wir da hin? Okay, wir sind da. Wir müssen links rum. Da bin ich mal gespannt. An die neuen Ansichten muss ich mich erstmal gewöhnen. Ja, auf jeden Fall ein FL. Oh, ungewohnt mal auf linken Seite zu fahren. Aber natürlich haben die... Nee, du weißt doch gar nicht, was ich machen will. Natürlich haben die Steuer auf der rechten Seite, ist klar. Auf linken meine ich, über uns. Eigentlich müsste das Ding auf der Beifahrerseite sein. Eigentlich. So, warte mal. Fahre ich mal geradeaus weiter. Weil die Abzweigung steht nicht auf der Karte. Nö. Doch, das ist die gestrichelte. Oh, oh. Guck mal auf der rechten Seite. Ist das da oben auch noch eine Straße? Ich bin gerade von der Aussicht geflasht. Warte mal eben. Jo. Wie ein Hubschrauber. Wow. Alter Verwalter, sage ich dazu nur. Das ist doch ein FH. Auf jeden Fall, ich habe es gesehen. Volvo FH. Scheiße, kein F durch die Gegend eiert. Es könnte Bolivien sein. Joschka Fischer. Oi, 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 Gegenverkehr. Wow, also da gegenüber, der Bergkörper sieht ja geil aus. Boah, guck dir mal die Straße an, ne? Und da oben auch noch, so wie es aussieht. Mamma mia. Wäre doch geil, wenn jetzt noch einen Erdrutsch gibt. Wenn's hier noch, wenn du hier so noch mit App eben zu tun hast. Joi! Ah. Habe ich dir noch mitgenommen? Scheiße. Ja, mit Erdbeben, das nimmt mich dann wieder an die auf Achse Folge. Ich glaube, Wasser für Santa Margarita war das gewesen, ne? Oder Franz und Max da Wasser bringen mussten. Wo waren die da in Chile gewesen? Atacama-Wüste. Fischer, sage ich hier nur. Okay, ich passe auch ein bisschen besser auf. Also ihr seht schon, ja, jetzt wird's hier... Uhaha, der packt gut da.
Wo lang müssen wir jetzt? Ich fahre jetzt mal links rum. Ansonsten müssen wir gleich mal rückwärts fahren. Das muss hier Bolivien sein. Ich glaube, wir fahren richtig. Müssen wir da jetzt über die Brücke rüber? Ich fahre mal geradeaus weiter. Sieht bis jetzt noch richtig. Oh, jetzt kommt der gemütliche Part, hör mal. Wow. Das kriegt ja fast schon Ausmaße wie bei, wie hieß der Film nochmal? Mit Roy Scheider. Atemlos vor Angst, ne? Der ja wieder ein Remake von Lohn der Angst war. Oder was umgekehrt? Auch zwei geile Filme, müsst ihr euch auch mal angucken. Na, hier sind wir noch richtig, oder? Warte mal, kann man hier ranzoomen? Oder hätte ich rüber gemüsst? Ich glaube, ich hätte rüber gemüsst. Können wir gleich das Ganze wieder zurückfahren? Im Rückwärtsgang. Weil wenden ist hier nicht, Leute. Also wir hätten nur die Brücke gemüsst, so wie es aussieht. Ja, definitiv, definitiv. Kann man hier echt im Moment mal... Oh Mann, jetzt wird der Weg von der Lebensmüde. Ja, ist ja schon gut. Ich wende doch hier, du siehst es doch. Oh, jetzt fahren wir am Abgrund. Ah! Alter Finne. Naja, so viel Abgrund ist es nicht, aber... Jetzt kommen die ganze Zeit die Autos entgegen. Aber wir müssen zurück bis zur Brücke fahren. Okay. Das wird jetzt lustig, wenn hier was entgegenkommt. Man kann es erst hier ausweichen. Müssen wir ein bisschen Zeit aufholen.
Scheiße, dass es keine Funksprüche gibt. Das vermisse ich jetzt ein bisschen. So. Also war schon richtig gewesen, dass ich hier auf die Brücke wollte. Schade, dass die Zeit da unten anhält, wenn man hier lang hier reingeht. Hui, hui. Ich genieße gerade hier ein bisschen die Aussicht. Wow. Ui. Oi, oi, oi. Mach das nicht mit mir, du. Der ist ja lang gefahren, immer ohne hier zu bremsen. Müssen wir da jetzt runterfahren wahrscheinlich, ne? Aber ich habe mir sogar schon gedacht, dass wir da vielleicht runter müssen. Als wir da oben aber verkehrt rumgefahren sind. Weil das sah nämlich so, wow, 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 wow. Weil da unten war ja, sah es aus wie Kasernen. Oh, geile Kurve, hör mal. Oh, jetzt kommt auch noch einer, will sich verarschen. Du hast doch gesehen. Ich bin LKW, ich hab Vorfahrt. Wow. Ja, die habe ich gerade im Visier gehabt, vorhin, wo wir oben lang gefahren sind. Na, die kleinen LKWs gehen ja noch, aber wenn da so ein großer FUH, guck mal. Ey, wie kommen die so um die Kurve geschossen? Na, da müssen wir hin. Also das habe ich gerade von oben gesehen. Ist ja auch eine niedliche Brücke. So, warte mal. Ja, hier sind wir. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Damage 3% ist in Ordnung. Wir haben uns ein bisschen verfahren. Entschuldigung, ich wollte nur in die Gegend angucken. Bin neu hier. Thanks your hard work become... Oh, ich bin jetzt ein Gringo. Hey. Bin vom Tourist zum Gringo geworden. Okay. Aha. Und hier wird gezeigt, was wir an... Okay. Also mit dem Sattelzug fährst du ja auch... Wow, Alter, das wird spaßig werden. Wow. Wenn ich jetzt Thekenjob mache... Ah, es geht weiter mit dem Feuerwehrauto. Hey, Feuerwehrsimulator 2015. Oh, das sieht doch heiß aus hier oben. Ich glaube, wir werden Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann. Komme ich mir fast vor wie Grisou, du. Grisou, der kleine Drache. Kennt ihn noch jemand? Wo sein Vater wollte, dass er ein richtiger Drache wird, aber er möchte das Gegenteil tun. Er möchte kein Feuer speien, er möchte Feuer löschen, er will Feuerwehrmann werden.
Ja, nee, ist klar, hör mal, ich bin die Feuerwehr. Habe ich ja auch irgendwie... Oh! Blaulicht, Blaulicht, geil! Wir haben es eilig, heiß und fettig! Kann man ja auch mit der Drehleiter spielen? So, wir dürfen das. Geil. Wäre ja geil, wenn du mit der Drehleiter spielen kannst. Ja, stimmt, man kann ja nicht aussteigen. Schade. Oh ja. Oh, wow. Das sind Kurven, hör mal. Mal schon mal Blaulicht anmachen. Geil, jetzt hab ich mal Blaulicht, hör mal. Die Sirenen, die hätte ich gebraucht in Hardwalk, in Wheels of Steel. Jetzt haben wir welche. Geil. Alter, immer guck mal. Die halten nicht, nein, die fahren weiter drauf zu. Also Blaulicht hat ja... Die ignorieren gekonnt mein Blaulicht, ist ja nicht wahr. Was macht Spaß, mit dem Teil durch die Gegend zu heizen? Ja, ich wollte nicht immer schon als Kaiskind mal Feuerwehrmann werden. Ich glaube ich nicht. Ich wollte mehr Lokführer oder LKW-Fahrer werden. Aber vorher wollte ich den Wagen kaputt fahren. Es gibt Gas! Hat der gehupt hinter mir? Die hupen die Feuerwehr aus. Ich werde weich. Mal gucken, wo brennt's eigentlich? Das kann ja am Nordpol, glaube ich, nicht passieren, ne? Ja. Ah doch, da wird es mit dem Wasser ein bisschen schwieriger, ne? Mit dem Löschen. Wie löscht man am Nordpol eigentlich, wenn es da brennen sollte? Habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, da muss das Wasser erstmal erhitzen, bevor du löschen kannst, ne? Ich glaube, es wird dunkel. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Es wird wirklich dunkel. Also wenn du hier nachts von der Straße abkommst, kein Handy dabei hast, hör mal, dann hast du mal ein Problem. Oder wie ist da generell der Handyempfang da hinten? Ui, mach mal Licht an! Ach, jetzt sind wir hier. Ja, okay. Da sind wir ja vorhin schon mal lang gefahren. Einmal geradeaus. Das kennen wir ja schon ein bisschen. Gott, wenn du jetzt hier überholst... Und da kommt auch einer! Okay, er bleibt stehen. Ich aber auch. Boah. Scheiße. Das ist jetzt hier so Need for Speed, weil das ist hier das Canyon-Rennen, ne? Wo war das? Carbon oder sowas? Aber wie gesagt, ich bin ja nach Underground 2 eigentlich bei Need for Speed ausgestiegen. Most Wanted habe ich ja erst vor kurzem angefangen zu spielen. Wow, Most Wanted 2005. Was passiert, wenn ich hier den Abhang runterkegle? Dann kommt da in Erfüllung an seiner Pflicht gestorben oder sowas, ne?
Aber kann man halt so wirklich jetzt richtig gleich löschen? Hör mal, ich glaube, hier nach hole ich mir den Feuerwehr-Simulator. Ui, nicht du schon wieder. Ah! Oh, boah, ich habe gedacht, ich falle jetzt runter. Da sind wir ja letztens ja dran hängen geblieben an dem Typen. Ey, mach doch mal Licht an. Die fahren ja alle ohne Licht, hör mal. Und die halten noch nicht mal, die fahren einfach stur weiter. Tja, wo müssen wir gleich langfahren? Das ist die Frage. Wir fahren so wie gerade. Oder wir fahren den Weg ja den falschen, den wir gerade schon mal gefahren sind. Alter, hat der eine Lenkung. Ich glaube, da kommt gleich einer. Ja, da steht sogar einer. Boah, das ist ja hier besser als Need for Speed, hör mal. Jetzt die Frage, geradeaus oder? Ich glaube, wir können auch geradeaus fahren, so wie es aussieht. Blöd, dass man hier nicht ranzoomen kann. Die Schassfahne verdeckt die Sicht, ey. Ich will nicht abgeben, ich will die Fahne ausblenden. Muss ich jetzt hier so rumfahren, so wie vorhin, oder kann ich... Also ich sag mal spontan, wir können ja geradeaus weiterfahren. Ich meine, zur Not hat Feuer, kannst du ja meilenweit sehen, normalerweise. Wow! Uiuiui! Der stand vorhin aber nicht da. Der hat bestimmt das Feuer gelegt. Oh, jetzt gib mal Gas hier. Natürlich kommt jetzt wieder einer uns entgegen. Kann man Abkürzung nehmen und da unten runterfahren? Oh Leute, der bleibt doch nicht stehen, hör mal. Nein. Also ich kann mir genauso gut oben drauf hier zwei Palmwedel ans Auto binden. Das hat dieselbe Wirkung. Die reagieren gar nicht. Geht da jetzt die Sonne auf oder ist da denn schon der Qualm vom Feuer? Man weiß es nicht. Aber echt, hör mal, die Tatütatas, die ich habe, die haben ja gar keine Wirkung. Die denken sie auch. Pfff! Was ist das? Das ist blaues Licht. Es leuchtet blau, aber was macht er sonst? Ich glaube, die wissen gar nicht, was blaues Licht ist da hinten, oder? Nee, Spaß beiseite. Ein Spiel wissen sie es nicht. Ich fahre jetzt mal hier rum. Alter. Wow, wo fährt der denn? Der fährt durch den Zaun durch. Der
Der denkt sich auch mit seinem gelben Blinklicht. Aus der Bahn gefahren, Transporten. Ich denke mir, aus der Bahn, ich hab's eilig. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal. Ich fahr hier jetzt weiter. Bin ich jetzt hier richtig? Ja oder ja? Sag mir was. Ich sehe weit und breit kein Feuer. Okay. Wow. Ich bin gerade ein bisschen still wegen der Feuersuche. Dann müssen wir eventuell dort die Straße da lang fahren. Aber hier brennt auch nichts. Also ich sehe kein Feuer. Ach, da brennt's. Ja, sagt mir das doch einer. Wow, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Oh, Stranded Deep. Nur in den Anden. So, was habe ich jetzt delivered? Nur in den Feuerwehrwagen? Aha, jetzt haben wir keinen Punktabzug gekriegt, wegen weil wir zu spät gekommen sind. Okay. Ich werde Feuerwehrmann immer. Oh, wir haben Zugriff zu anderen Locations freigemacht. Das kennen wir ja schon. Ich würde mal gerne mal in den Outback gehen. Yes. Of course, sir. Die Demo-Version, die geht aber länger als 30 Minuten, man meine ich jetzt nur. Aber ich muss es erstmal beweisen. Port Augusta. Raketenteile. Was? Oh ja! Die Twains, wie heißen die nochmal? LKW-Twain oder wie heißen die nochmal? Och, Pipi. Ach, guck mal, ein Volvo. FH. Dann wollen wir doch mal, ne? Wo müssen wir hin? Nach da unten. Ach nee, jetzt haben die das Lenkrad auf der richtigen Seite. Für den Linksverkehr. Ja, ich werd weich. Da unten sind wir. Okay, wir müssen einfach geradeaus fahren, alles klar. Geradeaus ist gut. Ich hoffe, hier rum ist richtig. Und dann müssen wir gleich nach links. Ah, ist das ungewohnt, hier auf der richtigen Straße auch Linksverkehr zu fahren. Ich bin nur ein Tourist. Erste Fracht in Australien. Fahr mal richtig, ja, okay.
Jetzt können wir mal geradeaus fahren. Oh Mann, Australien. Bouncing Music to you. Da will ich irgendwie auch mal immer hinfahren. Da soll es ja die schwersten Gewitter geben, die es überhaupt gibt hier auf der Erde. Okay, Australien ist ein bisschen warm, aber es interessiert mich so vom Land her. Warte mal, was sagt eigentlich unser Treibstofftank? Mal eben rüberziehen. Aber ich sehe auch nichts, dass du hier tanken kannst. Ich glaube, LKWs werden hier nicht bedient, wa? Nö. Okay. Ach, hier ist die Tankstelle. Okay, das war dann für ein PKW. Okay, alles klar. Hier hinten ist LKW-Diesel. Muss einem noch gesagt werden. So, mal ein paar Gallonen reinschaufeln. Ja, gute alte FH. Auch wieder erkennbar am Luftfilter. Schön, dass man hier Volvo fahren kann. Aber wie gesagt, ich vermisse echt ein F. So ein F10, F12. Ja, willkommen in Australien im Outback. Junge, ist das warm hier. Vorhin noch in der Antarktis, dann jetzt gerade noch in Bolivien gewesen und jetzt sind wir in Australien. Immer mal woanders. Tjo. Oh, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein klein bisschen. Ja. Gefällt mir so Extreme Trucker. Ist mal ein anderes Spielprinzip als bei 80 Wheels of Steel / Euro German Truck Simulator. Dass die auch mal auf anderen Gebieten der Erde mal fahren kannst. Wie gesagt, diese... Gott, wie heißen die Dinger nochmal? LKW-Train oder wie heißen die nochmal? Die Dinger reizen mich wirklich. Da ist halt meistens wirklich, glaube ich, bis zu wie viel 3-4 Auflieger hinten dran, hör mal. Und dann heizt der, weißt du was ich will, 1000 Kilometer von einer Stadt zur anderen. Und da bist dann nur du. Du und dein Truck. Tankstelle meilenweit entfernt. Oder auch die nächsten blonden Engeln. Wenn du da mal stehen bleibst, du, und eine Panne hast. Dann... bete, dass du schneller bist als irgendein Raubtier. Dass dann die Hilfe schneller kommt. Oder bevor dir deine Nahrungsmittel ausgegangen sind. Tjo. Wie gesagt, hier Linksverkehr ist echt ungewohnt.
Aber zumindest ist mir das ja aufgefallen, zumindest hat man das gemerkt, dass man hier den Wagen hat, dass der Automatlinksverkehr ist, nicht wie vorhin in Bolivien oder war. Wo du im normal auf Fahrrad gesessen hast und dann auf einmal hieß es dann, hey, hier ist Linksverkehr. Was steht da? Habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Ja, oh, Routelänge 461 Meilen. Geht doch. Ja, es ist schön mal wieder mal Volvo zu fahren, mal was europäischer Wagen. Hui! Wie gesagt, aus dem Weg heiß und fettig, die Ware muss pünktlich ankommen. Also wie es aussieht, dass sie auch ein bisschen Termindruck, auch wenn es nirgendwo angezeigt wird. Also gefällt mir von der Thematik her, gefällt mir das hier, Extreme Trucker. Ist mal was anderes als nur weder durch die USA oder hier durch unsere Straßen zu brausen, dann wirklich mal ungewöhnliche Sachen wie ja Antarktis oder hier diese Todesstraße, wo wir gerade gewesen sind. Oder jetzt hier mal in Australien. Da bin ich einfach nur begeistert von, warte mal eben. Oh, hier müssen wir abbiegen. Hui, naja, Anhänger ist noch dran, nicht umgekippt, alles klar, wir können weiterfahren. Einfach nur geil, warte mal, hier ist eine Rakete, wir müssen ja gerade was weiterfahren. Wir haben ja Raketenteile an Bord. Ich überlege gerade, was machen die da? Wollen die Aborigines zum Mond fliegen, oder? Oder warum braucht Australien eine Rakete? Raketenstufen? Oder ist irgendein Geheimbund Marke James Bond, der jetzt irgendwo hier... Da ist eine Rakete. Da ist ein Flugzeug? Ich hätte jetzt fast gesagt, der Messerschmitt 262, nee. Oder? Sieht ja fast so aus. Hm? Okay. Ein Forschungslabor der Nazis oder was hier? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Müssen wir jetzt hier rein? Jetzt hier rechts? Ich sag jetzt mal ja. Woo! Sieht aus, da ist ein Tanga, da ist ein Flugschrauber wollte ich schon sagen. Hier könnten wir richtig sein. Ein Flugschrauber. Ja, nee, ist klar. So nach dem Motto, was machen zwar Friesen an Hubschrauber? Der eine hupt, der andere schraubt. Warte mal, das ist jetzt hier wieder... Ach nee, jetzt... Der bleibt jetzt stehen, hallo? Das ist doch hier was von den Amis. Das ist doch hier, wie heißen die... Die Transport...
Flugzeuge von den Herkules, oder wie heißen die? Bin ich jetzt hier richtig? Theoretisch müsste ich da abbiegen. Wow, der hat sich weggebeamt, der LKW. Viele Helikopter hier drüben. Ein Bell Ranger. Na, haben die auch Airwolf hier versteckt? Warte mal. Ich fahre jetzt mal hier rein. Was steht hier? Notice Commonwealth of Australia. Depth of Supply. Ach, hier darfst du nicht rauffahren. Aber laut meiner... Ich habe eine Rakete hinten. Ich darf das. Laut meiner Karte darf ich und ich habe eine Rakete. Warte mal, kann ich auch wieder irgendwas einschalten? Nein, Beacons habe ich keine. Okay, schade. Aber wo sollen die Raketenteile hin? Wir sind doch vorhin eindeutig an so einem Raketending vorbeigefahren. Naja, hier wundert mich gerade nichts. Mal gucken, ob hier gleich irgendwie so ein Tiger vorbeischleicht oder ein Alligator oder was weiß ich. Vielleicht haben die auch ein paar Tiere eingebaut, das würde mich freuen. Also Flugzeuge, Vögel haben wir schon gesehen. Warte mal, wenn hier plötzlich eine Schlange oder eine Echse über das Ganze fleucht, ist das da Hitzeflimmern oder sieht das nur so aus? Das wäre auch geil, wenn jetzt so Hitzeflimmer noch eingefügt wäre. Okay, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Gib mir die Ansicht wieder. Na, ich hab mal. Das hat mir gerade gefehlt, die Rückspiegel. So. Einfach nur entern. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Was? Minus 1? Heißt das jetzt, bin ich jetzt so viel zu spät oder eine Minute zu spät? Junge, ich muss den Weg erstmal finden. Wow, jetzt bin ich Trucking-Enthusiast. Thanks your hard work. Naja, ist in Ordnung. Okay, Outback Ranger. Das hatten wir vorhin schon gehabt. Könnte man jetzt machen, hier Flugzeug. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf. Das war jetzt... Ja, das ist ein... Das ist dieser Road Train. Genau, Road Train heißen die Teile. Alter, wow! Boah, Alter, da ist dieser Double Trailer, den wir in The Long Haul hatten, aber nichts gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Und mit den 1000 oder mehr, was weiß ich, wie viel 1000 Meilen durch den Outback durchrasen. Ah, wow. Naja. Das war Extreme Trucker 2. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mein Beifahrer gewesen seid. Ja, und ich würde sagen, das war's von meiner Stelle aus. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Let's Show, Let's Test, Let's Play, Let's was auch immer. Bis dann, euer Wehofner. Tschüss.